Muss einem wirklich alles auf den Kopf fallen, wenn man mal glaubt, man hat eine gute Idee? Da denkt man sich, ja, wenn ich heuer die Liste mit den 10 besten und 10 schlechtesten Filmen 2012 mache, dazu muss man sich ja quasi zumindest alle großen Filme angeschaut haben, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Da muss man ja quasi informiert sein, da muss man sich auskennen. Und wozu führt das? Mr. Poppers Pinguine. Man kann nicht einmal sagen, dass das Ace Ventura für Arme ist. Das ist Ace Ventura Junior für Arme. Das ist eine schlechte Episode von Ace Ventura, die Zeichentrickfilme für Arme. Was? Warum? Jim Carrey, warum? Aber, ich meine, ich muss zumindest eines dazu sagen. Wenn in diesem Jahr ein Film das Playzocker Review Treatment quasi die Gehirnwäsche Deluxe verdient hat, dann glaube ich, ist das Mr. Poppers Pinguine. Und bevor ich bereit bin dafür, brauche ich nur ein paar Sekunden. Pinguine beginnt damit, dass Jim Carrey quasi noch in ganz jungem Alter über Funk mit seinem Vater spricht und wie die Einblendungen im Bild sagen, findet das Ganze zwischen 1976 und 1981 statt und interessanterweise ändert sich ein junger Jim Carrey bis auf die Frisur eigentlich so gut wie gar nichts. Man könnte das Ganze schon fast quasi als Art umgekehrter Braveheart-Effekt bezeichnen, wisst ihr, der Mel Gibson-Film, wo man Kinder in verschiedenen Altersstufen gezeigt hat, die sich eigentlich prinzipiell nie auch nur im Ansatz irgendwie ähnlich geschaut haben. Und da ist es halt genau das Gegenteil, dass sich in einer starken Entwicklungsstufe quasi so gut wie überhaupt nichts verändert. Aber egal, nicht, dass der Film dann, wenn der Film plötzlich diese Szene beendet, dass Jim Carrey mehr oder weniger seinen Vater nie zu Gesicht bekommen hat, was mich ganz am Anfang von einem Film, der Mr. Poppers Pinguine heißt, wirklich brennend interessiert hat, sehen wir dann den erwachsenen Jim Carrey. Ist es wirklich? Oh, der durch die Stadt geht und quasi zu seinem neuesten Auftrag kommt und dann gibt ihm seine Sekretärin irgendeinen Ausdruck in die Hand und er schaut das Ganze an. Ich liebe den Geruch von Toner am Morgen. Mein Jim! Spätestens nach diesem Satz hättest du doch wissen müssen, das kann nichts werden. Mein ganz ehrlich, ein Kinderfilm. Wir sind in einem Kinderfilm, dessen allererste Dialogzeile vom Hauptdarsteller eine Apocalypse Now Reference ist. Ein Film, der wirklich nicht wirklich viel mit einem Kinderfilm zu tun hat. Das heißt, es ist quasi so, mehr oder weniger eine verfrühte Entschuldigung an die Eltern quasi. Ja, ich weiß, du bist wahrscheinlich ein 40 Jahre alter Geschäftsmann, du schaust dir gerne Filme wie Der Pate und Apokalypse Now an und wir zwingen dich jetzt in diesen miserablen Kinderfilm hinein, einfach weil knuddelige Pinguine auf dem Cover sind und dein Töchterchen geschrien hat vor Freude. Du hast auch geschrien, nur halt nicht vor Freude. Und deswegen werden wir deinen Filmgeschmack jetzt im weiteren Verlauf des Films auch noch weiter beleidigen, indem wir Leute, Filme, Schauspieler, die du magst, einfach nur auf widerliche Art und Weise aufs Korn nehmen. Aber keine Sorge, keine Sorge. Wenn du glaubst, dass dieser Apocalypse Now-Scherz schon widerwärtig war, warte, was wir noch alles mit Angela Lansbury vorhaben. Dazu später mehr.
Auf jeden Fall, Jim Carrey will dieses Gebäude, vor dem er halt steht, kaufen. Der Typ meint dann, nein, er will jetzt nicht mehr verkaufen, weil bla 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 bla. Und Jim Carrey fängt dann an, ihm eine Geschichte von irgendeinem Segeltrip zu erzählen, weil scheinbar der Typ auf Segeln steht. Jim Carrey macht das so, dass er quasi den Wind dadurch darstellt, indem er dem Kerl den Ventilator ins Gesicht bläst. Dann kommt irgendeine hohe Welle und er schüttet ihm Wasser drüber und bekommt im Endeffekt das Haus. Eine der schönen Ich-hab-mich-lieb-Jacken könnte man dafür zwar gerne bekommen, aber ganz ehrlich, du hast einen Geschäftsmann vor dir, der halt meint, er hat sich das mit dem Verkaufen seines quasi Eigentums, seiner Immobilie anders überlegt, und der andere Geschäftsmann schüttet ihm Wasser über den Kopf und bläst ihn mit einem Ventilator an. Quasi die 40-jährige Version von: Ja, wo ist er denn? Ah, jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Ah, da ist er ja wieder. Und das Schlimme ist, der Film ist schon wirklich abgrundtief widerlich. Und es waren noch keine Pinguine da. Alles, weswegen man den Film vielleicht schrecklich finden könnte, ist noch nicht einmal vorgekommen. Wir haben quasi noch nicht einmal die Spitze des Eisbergs für diese filmische Titanic gefunden. Wir haben noch gar nichts. Aber machen wir einfach weiter. Auf jeden Fall, Jim Carrey möchte unbedingt in seiner Immobilienfirma ein Partner werden. Und dafür hat er aber noch einen Auftrag vor sich, weil die waren natürlich alle begeistert davon, dass er dieses Haus auf seine geisteskranke Art und Weise bekommen hat. Er muss mitten im Central Park das einzige private Grundstück erwerben, das Angela Lansbury besitzt und das sie eben noch niemandem verkaufen wollte. Und als nächstes kommt Jim Carrey nach Hause, sein Sohn schießt ihm einen Fußball mitten in die Kronjuwelen, und diese Szene war unfassbar lustig und wird im weiteren Verlauf des Films nicht ein einziges Mal mehr erwähnt. Danke, pointless comedy. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt nachher sogar einen Dialog zwischen Jim Carreys Frau, dem Sohn und ihm. Und die Tatsache, dass er bei der Tür reinkommt und der Sohn ihm mit voller Wucht einen Fußball entgegenhaut, wird nicht einmal thematisiert. Das könnte fast so sein, als hätte man ein Drehbuch gehabt und sich am Set dann einfach dazu entschieden, irgendwas zu tun. Weil irgendwie sowas wie Continuity oder so haben wir dann möglicherweise nicht wirklich drinnen. Aber egal. Irgendwann bekommt dann Jim Carrey Nachricht davon, dass sein Vater gestorben ist. Eine Szene, die man mit weniger Emotionalität, mit mehr Kaltherzigkeit eigentlich kaum inszenieren hätte können. Wobei, gut, ganz ehrlich, bei Jim Carrey ist scheinbar eh das ganze Jahr über Gegenteiltag, weil er ist, glaube ich, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, die sich ansatzweise irgendwie über Montag freut. Und als Erbe von seinem Vater bekommt er einen tiefgefrorenen Pinguin. Jim Carrey bekommt nach Hause geliefert eine Kiste, eine große Kiste mit einem tiefgefrorenen Pinguin drin. Abgesehen davon, man weiß ja, es gibt zwei Sachen, die man eigentlich nicht einfrieren kann. Das eine ist Erdbeeren, das zweite ist Gehirn, weil quasi, wenn man es wieder auftaucht, hat man Matsch. Ich meine, gut, Matschbirne ist sicher ein Begriff, den man bei dem Film in wahnsinnig vielen Funktionen sehr gut brauchen kann. Aber, Pinguin, was? Was? Pinguin? Pinguin, was? Vor allem, er taucht dann einfach auf, oder taut dann einfach auf, mehr oder weniger, verschwindet. Jim Carrey wundert sich, ja, wieso er den exotischen Vogel nicht gleich nimmt und irgendwie in den Zoo bringt, keine Ahnung. Aber um zu wissen, mit was für großartigem Humor wir in dem weiteren Film rechnen müssen, der erste Gag, und ich will jetzt einfach nur, dass ihr euch 5 Sekunden Zeit nehmt und ratet, was ist der erste Gag zwischen Jim Carrey und dem Pinguin? Alle, deren Gag die Worte Schuhe und Kacke involviert, ihr seid nicht lustig, aber genauso lustig wie die Drehbuchautoren von Mr. Poppers Pinguine. Ganz ehrlich, der erste,
der erste Gag zwischen Jim Carrey und dem Pinguin ist, er hat mir auf den Schuh gemacht. Schöne, schwarze, neu geputzte Schuhe mit einem großen, weißen, grauslichen Fleck drauf. Und Jim Carrey reagiert ganz normal, indem er dem Pinguin dann in eine Badewanne voller Eiswürfel gibt. Woher Jim Carrey einfach so eine Badewanne voller Eiswürfel hat, weiß ich nicht. Ich meine, ich weiß, in Amerika haben die meisten Kühlschränke quasi so einen Eiswürfelspender unten dran, wo man sich quasi für 2, 3 Cocktails ein paar Eiswürfel abzapfen kann. Aber dass man damit jetzt so spontan die ganze Badewanne vollkriegt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und gerade wenn wir uns erholen wollen und uns denken, oh Gott, hoffentlich kommt als nächstes etwas, was viel weniger beleidigend ist als das alles, kommt Angela Lansbury. Jessica Fletcher. Ich muss dazu sagen, Mord ist ihr Hobby war eine der ersten Krimiserien, die ich als Kind wirklich genossen habe. Damals hatte ich irgendwie so eine, man kann mit was weiß ich, 7, 8 Jahre, nicht sagen, dass man eine nostalgische Ader hatte, aber damals waren es gerade diese, man könnte sagen, Geriatrie-Krimis von Mord ist ihr Hobby über Matlock, über Diagnose Mord, die mir irgendwie am meisten zugesagt haben. Keine Ahnung, irgendwie hatte das Ganze diesen spritzigen Charme von abgestandenem Soda, diese Dynamik von künstlichen Hüftgelenken, diese Atmosphäre einfach, wo man schon ein kleines bisschen die Einbalsamierungsflüssigkeit riechen konnte, aber trotzdem irgendwie interessant. Man kann ganz einfach sagen, das waren einfach Serien, wo es auch wirklich auf Charaktere angekommen ist, wo man noch nicht wahnsinnig großartige Brutalitäten zeigen musste, um ansatzweise irgendwie ein Publikum finden zu können, sondern wo man einfach mehr oder weniger auch über weite Strecken auf Spannung verzichten konnte, weil ganz ehrlich, bei den meisten Serien wusste man von Anfang an, wer der Killer ist und es geht, wie zum Beispiel bei Columbo, einfach nur darum, wie wurde er gefangen, wie wird er gefasst. Und trotzdem, das Ganze hat einfach Charme, hat einfach Atmosphäre, hat einfach Spannung. Und dann sieht man Angela Lansbury hier wieder. Und ganz ehrlich, wenn der erste Gag ist, dass ihr irgendwelche Pinguine irgendwo drauf machen, dann glaube ich, wäre ich aggressiv. Ganz ernst. Wenn das ein Gag in diesem Film ist. Naja, nach dieser unnötigen Dialogszene zwischen Jim Carrey und Angela Lansbury, wo wir quasi erfahren, dass sie, wie wir eh schon wissen, ihr Anwesen nicht verkaufen möchte, kommt Jim Carrey wieder nach Hause, versucht den Pinguin wieder an den Absender zurückzuschicken. Der Pinguin hat unterdessen übrigens das komplette Bad unter Wasser gesetzt, indem dass er den Wasserhahn aufgedreht hat. Aha. Ich meine gut, selbst wenn Jim Carrey quasi bei der Badewanne den Stöpsel zugemacht hat, und gehen wir jetzt davon aus, er war 4, 5 Stunden weg für sein Dienstgespräch, glaube ich nicht, dass das Badezimmer sich komplett bis an die Decke hin mit Wasser gefüllt hätte. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass diese ganz normale Badezimmertür, und ich rede jetzt nicht einmal davon, ob sie dem Druck ansatzweise standhalten könnte oder nicht, dass die einfach so dicht hält, dass nicht ein einziger Tropfen Wasser nach draußen kommt, dass dann quasi bis Mr. Popper die Tür aufmacht, was er ja tut, weil er nicht sieht, dass dahinter das Wasser steht, weil er ja auch, naja, und dann kommt das Wasser in einer riesen quasi Fontäne, eine riesen Welle kommt nach draußen, schwemmt ihn weg, schwemmt ihn über seine Balustrade und er hängt dann einfach nur so da. Und der zweite Gag zwischen ihm und seinem Pinguin: gebt euch wieder Zeit, ihn zu überlegen. Die Ausgangssituation ist die, Jim Carrey hängt quasi von dieser Balustrade herab, schaut nach oben, der Pinguin steht oben im ersten Stock. Denkt nach! Was für einen Gag könnte man machen, was könnte man da tun? Und dann, möglicherweise solltet ihr zuerst das Gehirn abschalten, das hilft. Oder tief frieren. Involviert euer Gag irgendwie die Wörter Gesicht und Kacken? Wenn ja, warum?
Und ganz ehrlich, wenn euch solche Gags einfallen? Mr. Poppers Pinguine 2? Oder The Asylum's Mr. Poppers Pinguine? Und ich glaube, beides könnte im Endeffekt nur lustiger sein als das. Weil wir haben drei Gags mit, können wir jetzt quasi doch sagen, drei Mr. Popper und Pinguin Gags gehabt. Zwei davon ging es um Kot, einen davon ging es um Wasser. Alle beiden Sachen sind nicht lustig. Wasser ist nicht lustig. Wieso? Oh nein, ich bin nass. Das wird in 2 Minuten wieder trocken sein. Nein. Und dann dafür diese ganzen Klo-Witze. Ich meine ganz ehrlich, das Einzige, worauf ich nur noch warte, ist, dass in dem Film irgendeinen Dauerfurz-Pinguin... Ach, wieso hab ich das gesagt? Wir haben, glaube ich, die schlimmsten Sachen noch gar nicht erwähnt. Weil ich meine, abgesehen davon, dass ich mittlerweile draufkomme, dass Humor einfach tatsächlich wirklich körperlich wehtun kann, womit ich bis jetzt noch nie gerechnet habe, ist es durchaus witzig jetzt dann, wie Jim Carrey als nächstes versucht, verschiedene Tierdienste anzurufen und sich irgendwie aber keiner zuständig fühlt. Er kann den Pinguin einfach nicht loswerden. Obwohl er keine Tiere halten darf, versteckt er das Vieh dann halt in seiner eigenen Wohnung, wobei mir einfach einfällt, Ace Ventura 3, Ace Ventura 3, ja, Ace Ventura. Aber, ja, wie gesagt, das ist das Ganze einfach nur in der Sparversion und plötzlich hat er 6 Pinguine in der Wohnung. Was? Wir haben ganz klar gesehen am Anfang, dass er einen Pinguin geliefert hat. Ein Pinguin ist kein Einzeller, der sich einfach spontan quasi per Zellteilung vermehren kann. Ein Pinguin kann sich nicht selbst befruchten. Eier, Pinguineier haben wir auch nicht gesehen in der Kiste. Also wo zum Teufel kommen die anderen Pinguine her? Und wir haben auch gesehen, dass er nicht 6 verschiedene Kisten bekommen hat, sondern nur eine Kiste. Und er kann auch die anderen Pinguine von nirgendwoher gesehen haben, weil er hat eindeutig immer nur auf einen Pinguin reagiert. Wir haben keinen Hinweis bekommen dafür, dass da irgendwo andere Pinguine sind. Und ganz ehrlich, wieso rege ich mich drüber auf, dass Jim Carrey Pinguine in der Wohnung hat? Die Viecher waren in Ace Ventura eigentlich recht witzig. Wo sind die Papageien? Wo sind die Hunde? Wo sind die Delfine? Und das Schlimme ist, jeder von diesen Pinguinen hat natürlich eine Klischee-Charaktereigenschaft, und zwar eine, damit sie auseinanderhalten können und genau danach werden sie dann auch benannt. Also es gibt quasi Beißi, Dummi, Liebi, Stinky und so weiter. Und ganz ehrlich, Dummi ist auch wieder ein Name, der, glaube ich, wenn wir über Mr. Poppers Pinguine sprechen, in mehreren Funktionen sehr praktisch wäre. Naja, interessant ist, Mr. Popper lädt dann seine Familie zu sich nach Hause ein, zeigt ihnen die Pinguine und anstatt, dass die quasi reagieren und sagen, Monster, Monster, nein, das war übertrieben, aber anstatt, dass sich die einfach wundern, wo diese Viecher herkommen, ich meine ganz ehrlich, arktische Tiere mitten in irgendeiner Wohnung, die dort, abgesehen davon, dass sie bei der Temperatur wahrscheinlich nicht so lange überlebt hätten, wie der Film sie mittlerweile schon überleben lässt, da hat ja Danny DeVito's Pinguinzucht unter Gotham City mehr Sinn gemacht als das. Und das Schlimme ist, die Familie findet das auch noch recht cool. Hahaha, urtoll. Ja? In der 29. Filmminute kommt dann irgendein Typ von einem Zoo, der meint, naja, hätte gerne die Pinguine, aber nachdem jetzt Mr. Poppers Familie so glücklich ist mit den Dingern, will er sie nicht mehr hergeben. Und das Allerschlimmste ist, ich meine, Jim Carrey hat schon auf so viele verschiedene Arten versucht, diese Viecher loszuwerden. Und jetzt kommt der Kerl vom Zoo, der meint, ich erlöse dich quasi von deiner Pinguinplage. Und dann wird der Kerl von dem Film auch noch so sehr als Antagonist gezeichnet, dass das Einzige, was ihm quasi fehlt, noch die roten Teufelshörner, der Schwanz und der Dreizack wäre. Ich weiß es nicht, was das Ganze soll. Und wenn man dann noch
denkt, was für Lärm diese Viecher in der Nacht machen. Es kommt sich aber trotzdem überhaupt keiner beschweren. Ja? Dann, in der Früh wacht Jim Carrey dann auf, die ganzen Pinguine liegen bei ihm im Bett, wo ich mich schon wieder fragen muss, mögen's diese Dinger nicht irgendwie kalt? Da ist vielleicht eine Daunendecke nicht die richtige Aufbewahrung für Pinguine. Aber egal, es dauert einfach nur zu lang, sich über das alles Sorgen zu machen. Und dann drehen die Pinguine auch noch den Fernseher auf und schauen Charlie Chaplin. Na gut, das beweist zumindest, dass sie Geschmack haben. Sie hätten ja immerhin noch Happy Feet aufdrehen können. Oder Mr. Popper's Pinguin! Ganz ehrlich, sogar die Pinguine sind zu gescheit, um Mr. Popper's Pinguine aufzudrehen. Wo ich mich dann natürlich ganz ehrlich fragen muss, wo stehe ich in der Rechnung? Warum schaue ich Mr. Popper's Pinguine? Kann mir das irgendwie... Naja, auf jeden Fall, wir haben mitten im Winter natürlich, Jim Carrey lässt einfach Fenster und Türen offen, damit es die Pinguine auch schön kalt haben. Das fällt natürlich niemandem auf, wenn sie in einer von den Wohnungen plötzlich Minusgrade hat. Sie gehen dann sogar mit den Pinguinen nach draußen spielen, auf einer Schneewiese. Draußen reagiert übrigens überhaupt niemand auf die Pinguine. Selbst in dem Wohnkomplex, wo Tiere halten ja verboten ist, müssen sie irgendwie mit den Pinguinen rausmarschiert sein, ohne dass das irgendjemandem vielleicht ansatzweise aufgefallen ist. Und dann ist die Familie komplett zu Hause und schaut mit den Pinguinen Charlie Chaplin Filme. Charlie Chaplin sollte eigentlich froh sein, dass er das nicht mehr miterleben muss. Und vor allem, ich kann mir vorstellen, würde Chaplin das ansatzweise mitbekommen, wie sehr der im Grab rotieren würde, der wäre quasi ein derartiger Bohrer, dass er mittlerweile schon im Erdkern angekommen wäre oder irgendwo auf der anderen Seite der Erdkugel wieder rauskommt. Das ist... Aber... ist so schlimm, wie dass Jim Carrey eine Babysitterin für seine Pinguine engagiert. Eine Pingu-Sitterin! Ganz ehrlich! Und ich komme dann bei ihm bei der Tür rein, sieht die Pinguine, denkt sich, okay, ja, ist ein Job, den mache ich. Ja, passt. Und wisst ihr, wie es dann zum großen Chaos kommt? Sie, dicke, weil dick heißt ja auch gleichzeitig dumm scheinbar in diesen Hollywood-Filmen, setzt sich auf die Fernbedienung, schaltet versehentlich auf Seelöwen, die Pinguine schreien auf und flüchten und gut, jetzt kommt es glaube ich zu, man könnte fast sagen, einzigen lustigen Szene des Films, wo sich ein Typ unten bei dem Portier darüber aufregt, dass er irgendwie aus Mr. Poppers Wohnung dauernd so trampelnde kleine Füße oder sonst irgendwas hört und er sagt dann, und ich höre das ja auch jetzt, ich höre das sogar schon jetzt und der Portier versucht ihn irgendwie abzulenken, weil gerade hinter ihm die Pinguine vorbei watscheln, irgendwie ganz witzig, aber wir haben jetzt dann Angela Lansbury's Feier im Guggenheim Museum. Wir sind erst in Filmminute 44. Das ist naja, Guggenheim Museum, quasi das Museum, das in The International von Clive Owen und seinen Gegenspielern zerschossen, zerstört und zersonst was wurde, wo ich aber sicher bin, dass nichts, was diese Leute angestellt haben in dem Museum, ansatzweise so schlimm, so rufschädigend und so zerstörerisch ist, wie einfach Mr. Poppers Pinguine dort loszulassen. Und genauso ist es auch, ja, sie ruinieren irgendwie die Gala, Jim Carrey flüchtet dann mit ihnen, es ist eigentlich in etwa so witzig wie eine Darmspiegelung. Dabei, darauf folgt dann eine Szene, wo Jim Carrey die Pinguine trainiert, er hebt sie vor dem Klo in die Höhe, dass sie dort reinmachen können. Er isst mit ihnen am Tisch, er tanzt! Mit ihnen, er geht mit ihnen spazieren, es ist eigentlich nicht lustig. Nein. Das Einzige, was ich aber bei Mr. Poppers Pinguine zumindest positiv erwähnen muss, ist, es macht im Vergleich zu anderen solchen Tierfilmen hier immer noch etwas mehr Sinn.
warum Mr. Popper diese Viecher behält, weil immerhin hat er dadurch wieder Zugang zu seiner Familie, vor allem zu seinen Kindern, die er sonst scheinbar nicht sieht. Und irgendwie schweißen diese Viecher die Familie zusammen, also ist es zumindest ansatzweise erklärt, wieso sie bleiben, wieso sie da sind und vor allem, wieso es diesen Film gibt. Das wird allerdings nicht geklärt. Wir sehen dann auch, dass die Pinguine irgendwann einmal Eier gelegt hat. Jim Carrey äußert eine sehr interessante Idee bezüglich eines Omelettes, die komischerweise vom Rest der Familie nicht wirklich wertgeschätzt wird. Ganze Family freut sich über die Eier. Der Zootyp, den sehen wir scheinbar auch nie wieder. Was brauchen wir den Antagonisten von dem Film? Außerdem fällt mir auf, dass Jim Carrey mit seinen Pinguinen nie beim Tierarzt war, weil ganz ehrlich, würdet ihr nicht auch irgendwelche exotischen Tiere bei euch zu Hause unterbringen, ohne sie ansatzweise untersuchen zu lassen? Wie war das nochmal mit Dummi? Matschhirni? Naja, egal. Auf jeden Fall ist es ja mehr oder weniger wie üblich. Ja, diese typische Hollywood-Familiengeschichte. Jim Carrey ist der Vater, der arbeitet, die Kinder sind bei der Mutter, der Vater ist nicht wahnsinnig beliebt, langsam kommen sie sich dann wieder näher und einfach durch den größten Schwachsinn, den man sich nur irgendwie vorstellen kann, schweißen sie dann wieder zusammen. Ob das jetzt ein Schneemann ist oder Pinguine, ist ja eigentlich egal. Es dauert bis zur 57. Minute, bis wir den Zootypen wieder sehen, der dann die Pinguine mitnehmen will. Er kommt mit dem Portier nach oben, weil er ihm seinen Ausweis gezeigt hat und der Portier scheinbar so blöd ist, dass er den Ausweis zwischen FBI und Zoo nicht auseinanderhalten kann. Und es geht aber noch weiter. Jim Carrey breitet in seiner Wohnung Schnee aus, damit es die Pinguine schön gemütlich haben. Hat irgendjemand schon einmal von euch den Begriff kaputter Boden gehört? Vor allem, wenn man denkt, das ist doch irgend so was Parkettbodenartiges, was er da hat, das verträgt sich so gut mit Wasser. Naja, auf jeden Fall kommt irgendein Nachbar rein, ein Pinguin schnappt nach ihm, der will gerade irgendwie die Polizei oder sonst irgendwen anrufen. Der Pinguin schnappt nach ihm, dem fällt das Telefon aus der Hand, das fällt am Boden. Dann nimmt der Pinguin das Telefon, haut's ins Wasser und ganz ehrlich, wollt ihr jetzt wirklich mit mir diskutieren, wieso ein Pinguin weiß, wie man ein Handy kaputt macht? Und alleine dieser Baby-Swimming-Pool, in dem die Pinguine schwimmen. Es ist... Ich glaube, manchmal wisst ihr einfach nicht, was ich für euch auf mich nehme, oder? Ich meine, wir reden hier seit 27 Minuten über Mr. Poppers Pinguine. Das ist ein Schicksal. Ich könnte momentan gute Filme schauen. Ich könnte ein Evil Dead Triple Feature machen und mich quasi auf das Remake freuen. Ich könnte Apocalypse Now schauen, wenn mich Mr. Poppers Pinguine schon dran erinnern muss. Weil das ist ja eigentlich ein Grundsatz eines Films. Erinnere das Publikum in der Mitte von deinem schlechten Film nicht an irgendwelche guten Filme, die man sich stattdessen anschauen könnte. Ich weiß nicht. Mittlerweile ist Jim Carreys Wohnung eine komplette Winterlandschaft. Es schneit, es ist gefroren, die Pinguine haben ihren großen Spaß, bis dann die Geschäftspartner von Jim Carrey irgendwann einmal vorbeischauen, wenn er schon lange nicht mehr bei der Arbeit war, die verständlicherweise meinen, dass Carrey möglicherweise ein bisschen durchgeknallt ist. Sie feuern ihn und ihm ist das komplett egal. Wir erinnern uns, Jim Carrey, diesem Arbeitstier, das quasi bis jetzt immer seine komplette Familie vernachlässigt hat wegen seiner Arbeit, dem bis jetzt seine Arbeit über allem gestanden ist, dessen großes Ziel es einfach nur war, in seiner Firma Partner zu werden, der nichts anderes im Schädel hat als Arbeit. Kam nimmer.
Ihr seid immer noch da. Ihr wollt unbedingt, dass wir das fertig machen, oder? Weil ein Film wie Mr. Poppers Pinguin es ja wirklich verdient, dass man ihn zu Ende schaut, wenn man nicht einfach sagen kann, nein, ganz ehrlich, es geht um einen erwachsenen Geschäftsmann, der Pinguine in seiner Wohnung hält und Schnee aufbreitet, abgesehen davon, dass ich nicht wissen will, wie er tonnenweise Schnee in seine Wohnung bringt und Eis und sonst irgendwas. Der Leute von seinen Pinguinen vertreiben lässt und dann scheinbar nichts mehr damit passiert. Weil ganz ehrlich, der Typ, den der Pinguin gerade eben sein Handy genommen und ins Wasser gehauen hat, der könnte möglicherweise die Polizei oder das Building Management oder sonst irgendjemanden verständigen und er müsste gar nichts sagen. Er müsste nur sagen, Mr. Popper hat Pinguine in seiner Wohnung. Woraufhin dann die Leute zu ihm sagen würden, oh, sie sind wahnsinnig! Sie sind ein Idiot! Wie kann man sich so einen Schwachsinn ausdenken? Dann würden sie kommen und nachschauen. Habe ich schon von der Ich-hab-mich-lieb-Jacke erzählt, die ich Mr. Popper gerne umhängen würde. Aber gut, bevor wir morgen immer noch da sitzen, wir haben mittlerweile die Pinguin-Eier, wo mittlerweile auch schon kleine Pinguine draus geschlüpft sind. Ein Pinguin schlüpft allerdings nicht, weswegen Jim Carrey dann sogar den Zookerl verständigt, ihm den letzten Pinguin übergibt. Er kehrt dann einfach so in seine Firma zurück, obwohl er vor 2 Minuten gefeuert wurde, fängt in der Firma einfach so an wie normal, tut als wäre nichts, arbeitet normal weiter, seine Chefs schauen ihm dabei relativ komisch zu, die Worte, Mr. Popper, Sie sind eigentlich gefeuert, verschüssen Sie sich, Sie pinguinhaltender... Ah! Fallen nicht in dieser Situation, die werden einfach nicht erwähnt. Es ist einfach so, Mr. Popper sitzt zu Hause mit seinen Pinguinen, seine Geschäftspartner kommen vorbei, feuern ihn. 2 Minuten später geht er zurück in die Arbeit, tut so als wäre nichts, die Leute tun so als wäre nichts, die Chefs tun so als wäre nichts und die beiden Pinguine und durchgeknallt tauchen einfach nicht mehr auf. Und Mr. Popper denkt dann irgendwann einmal, dass es vielleicht doch gescheiter wäre, die Pinguine dem Zoo zu übergeben. Ach, wirklich? Räumt auch den ganzen Schnee aus seiner Wohnung, bis dann irgendwann einmal seine Familie wieder zurückkommt. Alle Viecher sind weg. Wir sehen übrigens keine Schäden an Couchgarnituren, Böden, Wänden oder sonst irgendwas, die möglicherweise durch den Schnee hätten entstehen müssen. Naja, die Familie ist natürlich furchtbar enttäuscht und jetzt, es ist... Jim Carrey redet sich dann irgendwie wieder ein, dass er die Pinguine eigentlich gar nicht wollte und hin und her. Und das Einzige, was ich mich die ganze Zeit frage, ist, wie unlustig kann eigentlich eine Komödie sein? Wie kann man es schaffen, dass der Pate mehr Lacher hat als diese Komödie? Wie kann man es schaffen, eine Pinguin-thematische Comedy-Nummer zu erreichen, die noch schlechter ist als Happy Feet. Wir sind in der 70. Minute. Wir haben's bald. Jetzt findet Jim Carrey nämlich den Brief, den er eigentlich mit dem Pinguin bekommen hat. Quasi Plot Convenience 101. Das Ganze ist... ein Brief von seinem Vater, weswegen er jetzt die Pressekonferenz mit Angela Lansbury hinschmeißt, wo mich ehrlich gesagt wundert, dass die ihn überhaupt noch einmal sehen will, nachdem er bei ihrer letzten Gala mit Pinguinen aufgetaucht ist und das halbe Guggenheim überschwemmt hat, aber egal. Er fährt mit den Kindern zum Zoo, ruft quasi seine Ex-Frau an wegen einem Date dort, dann
konfrontieren sie den Antagonisten, der meint, dass die Pinguine eigentlich gar nicht mehr da sind, weil sie an verschiedene Zoos sonst irgendwo verschickt werden sollten und quasi getrennt voneinander leben müssen. Der Böse will dann versuchen, irgendwie die Pinguine zu locken, weswegen ihn Mr. Popper in den Tank einsperrt und mit den Pinguinen beginnt dann die Familie zu flüchten. Es kommen die Securities, befreien den Bösewicht und das ist der einzige lustige Dialog in diesem gesamten Mistfilm. Ganz einfach, einer der Securities fragt dann den Bösewicht, wie schauen sie eigentlich aus, die Leute, die wir fangen sollen? Und der Bösewicht antwortet, es sind die mit den 8 Pinguinen. Wow, ein Gag, der funktioniert hat. Cool. Das Blöde ist, sie haben unterwegs dann einen Pinguin vergessen, der verheddert sich in einem Geschäft, flüchtet aufs Dach, springt runter und natürlich hat er genau was umhängen, wodurch er fliegen kann. Er fliegt genau nach draußen, landet genau im Auto, wo sie direkt zu Angela Lansbury's Pressekonferenz fahren. Dort gibt es irgendwelche Peinlichkeiten zwischen Jim Carrey und dem Typen von Zoo. Angela Lansbury macht irgendwie dann einen Anruf für Jim Carrey aus unverständlichen Gründen, verkauft ihm das Teil, dieses Haus, er macht daraus ein Restaurant, ein großes, seine Bosse sind relativ unzufrieden, weil das nicht das war, was sie machen wollten, Wirtschaft funktioniert in meinen Augen ein bisschen anders, aber egal. Und am Ende sind eigentlich alle glücklich, bis auf die bösen Geschäftsleute und den bösen Geschäftsmann aus dem Zoo. Also quasi alle, die im amerikanischen Familienfilm als Menschen bezeichnet werden. Cool. Und in der letzten Szene fliegen sie mit den Pinguinen dorthin, wo alle anderen Pinguine wohnen und setzen sie quasi aus. Und als wäre das noch nicht genug, spielt sie im Abspann Ice Ice Baby. Ist, ich meine, man kann durchaus zu dem Film sagen, Ice, Ice, Baby, nur müsste man vor das Wort Eis noch 3 Buchstaben setzen, die möglicherweise etwas mit dem Wort schlecht zu tun haben. Das ist... Ja! Ich muss eines zugeben. Ich habe mit wahnsinnig viel gerechnet, wie ich einen Film namens Mr. Poppers Pinguine in den Player geschmissen habe. Ich habe eigentlich damit gerechnet, es könnte ein wahnsinnig unerträgliches Stück filmischer Durchfall werden. Aber um ehrlich zu sein, der Film ist einfach nur fad. Das ist das Schlimmste, was Mr. Poppers Pinguine quasi verbrechen kann. Er ist einfach nur fad. Es macht mehr oder weniger keine Charaktermotivation, keine Entscheidung, kein sonst irgendwas ansatzweise Sinn, was wir aber ehrlich gesagt vom amerikanischen Familienfilm doch eh schon gewohnt sind, was uns jetzt nicht wirklich überraschen wird, ehrlich gesagt. Aber was der Film einfach nicht hat, ist ansatzweise Charaktere, die einen interessieren, ansatzweise Geschichten, die einen interessieren, was Angela Lansbury und Jim Carrey in diesem missratenen Stück von einem versuchten Drehbuch zu suchen haben, ist meiner Meinung nach wirklich kaum nachvollziehbar. So dringend kann man einfach kein Geld brauchen, dass man sich für sowas hergibt. Es ist ein, ich würde gar nicht sagen, unerträglich schlechter Film. Ich habe definitiv schon schlechtere Filme gesehen. Aber es ist einfach ein Paradebeispiel an cineastischer Belanglosigkeit. Es gibt in dem Film, ich meine, auch Filme wie 21 Jump Street sind nicht wahnsinnig notwendig in ihrer Existenz, aber sie sind zumindest mit einer gewissen Selbstironie gemacht, sie sind zumindest unterhaltsam und auch wenn man sie relativ schnell möglicherweise wieder vergisst, man hat sich eine gewisse Zeit bei ihnen unterhalten. Selbst grottenschlechte Filme haben ansatzweise irgendeinen Unterhaltungswert. Mr. Poppers Pinguine ist quasi das schwarze Loch von Spaß. Die Antimaterie des Humors, das Fehlen einfach nur von allem, was man möglicherweise in einem Film irgendwie suchen oder wollen könnte. Es ist einfach nur furchtbar. Und ich glaube,
besser zusammenfassen als mit dem Film, mit dem Wort furchtbar. Kann man diesen Film einfach nicht. Ich will nicht mehr. Was Jim Carrey oder sogar Angela Lansbury dazu geritten hat, in einem Film wie Mr. Poppers Pinguine mitzumachen, das werde ich wahrscheinlich nie verstehen. Mr. Poppers Pinguine ist ein eigentlich typisch amerikanischer Kinderfilm, der wenig für erwachsene Zuschauer zu bieten hat, der allerdings meiner Meinung nach auch wenig für junge Zuschauer zu bieten hat. Der Film ist nicht lustig, der Film ist nicht interessant, der Film hat keine Charaktere, sonst irgendwas, mit dem man sich möglicherweise identifizieren kann, mit dem man mit Lachen, mit Leiden, mit Weinen, mit sonst irgendwas kann. Das Einzige, womit man mit weinen kann, ist seine Zeit, die einem während dem Film einfach vom Leben abgezogen wird und die man nachher nicht mehr zurückbekommen kann. Es macht der Film aus storytechnischer Sicht eigentlich so gut wie gar nichts richtig, weil prinzipiell läuft er nach dem 0815 Klischeeschema ab, nur macht kaum eine Idee selbst in der Realität eines Kinderfilms ansatzweise irgendeinen Sinn, und wir vergessen dabei noch komplett den Faktor, dass es uns komplett egal ist, was in diesem Film passiert. Mr. Poppers Pinguin ist einer der belanglosesten, unlustigsten und uninteressantesten Filme, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Es gibt kaum einen Film, der einen mit so wenig Gedanken und Gefühlen zurücklässt wie dieser Film. Man könnte fast meinen, dass er nicht Gedanken dem Gehirn hinzufügt, sondern irgendwelche wieder abzieht. Sprich, dass man durchs Anschauen dieses Films tatsächlich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise blöder wird. Es ist nicht einmal ein Film, über den man sich ärgern kann beim Anschauen. Es ist nicht einmal ein Film, der dadurch zumindest auf irgendeine Trash-Art Spaß macht. Es ist einfach ein Film, der keinen Spaß macht, der nicht unterhält, der keine interessanten Charaktere hat, der meiner Meinung nach prinzipiell gar nichts zu bieten hat und vor dem ich jetzt einfach nur warnen kann.